Zombie Apocalypse. So, wir können erstmal an die Leitstelle übergeben, dass wir am Einsatzort eingetroffen sind. Leute, willkommen zu einer brandneuen Folge vom LS22 mit der Feuerwehrmod. Ja, schön, dass ihr wieder hier seid. Ihr seht's ja selbst, ne? Hochwasser ist angesagt hier in Waldstätten. Daraufhin wurde die benachbarte Feuerwehr von Waldstätten mit einem großen Boot alarmiert. Das ist ein riesengroßes Rettungsboot, was eigentlich auch für die Angler geeignet ist. Das ist im Dorf so. Das wird halt so rumgegeben für Feuerwehr oder halt Angler oder da, wo es gebraucht wird. Und heute ist es bei uns im Einsatz in der bei diesem Rettungseinsatz in Waldstätten. Und was soll ich sagen? Das hat uns hier wirklich, also wirklich richtig krass erwischt. Das muss ich wirklich mal dazu sagen. Guckt euch das an. Wir sollten uns hier erstmal am Händler treffen und dann sollen wir das Boot abbauen und dann erstmal rüberfahren in die Stadt, beziehungsweise das, was noch übrig ist von der Stadt. Denn das Wasser, ne, das ist überall reingelaufen. Viele Firmen haben auch angerufen, haben gesagt, die haben Wasser in den Büroräumen. Also das ist verständlich. Bei so einer krassen Wassermenge, also das kam hier vor ein paar Minuten runter, das kann man sich nicht vorstellen. Ne? Also für die Bambis ist es gut. Die haben jetzt was zum Planschen, die kommen jetzt hier richtig raus aus dem Wald, wenn auch immer mehr irgendwie. Aber für uns ist das natürlich nicht so gut. Ne? Die ganze Infrastruktur, die zerfällt ja hier. Und jetzt ist natürlich erstmal Hilfe angesagt. Wir haben sogar schon unseren ersten Hilfeleistungseinsatz mit dem Rettungsboot. Oh, Leute, das kann heute was werden hier. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Video, mit diesem Hochwassereinsatz. Das ist auch wieder ein Einsatz, der sich von euch gewünscht wurde und von daher starten wir direkt mal rein. Ich bin gespannt, wo uns diese Reise jetzt hier hinführen wird. Also das Boot kann hier schon fahren, das ist richtig cool. Das liegt ganz, ganz wenig unter Wasser. Also können wir hier die Motoren starten und dann hier gleich runter ins Wasser. So. Ich glaube, ich fahre erstmal das TLF weg. Das ist ja unser zweites großes Boot. Also das ist wirklich, Gott sei Dank haben wir jetzt wirklich das TLF genommen, ne? Das große Einsatzfahrzeug. Ich glaube, ansonsten wäre das schon so ein bisschen kritisch geworden. Ich glaube, da hätten wir auf jeden Fall Probleme bekommen. Ich mache das mal alles zu wieder. Ich muss mal ein bisschen Platz machen hier. So. Dass hier das Rettungsboot vorbeifahren kann. Na komm, wir fahren gleich mal vor die Tür. Und dann soll es erstmal in Richtung Stadt gehen. Da gibt es anscheinend schon einen Einsatz. Eine hilflose Person auf einem Balkon. Auf einem Wohnungsbalkon. Und die sollen wir befreien. Die kommt anscheinend nicht mehr so durch die Eingangstür. So. Ja, komm, wir bleiben erstmal hier stehen. Wir steigen erstmal in das Boot ein. Und dann rückt ja sowieso noch zeitgleich die Waldstättener Berufsfeuerwehr aus. Das kriegen wir hier, denke ich mal, hin. Dann gucken wir mal, wie wir jetzt am besten fahren. Was hier cool ist bei dem Boot, man kann die Sitze nach vorne und hinten machen. Das ist richtig cool. Ich lasse dich jetzt mal hinten, dass wir auch stehen können. Denn das werden wir jetzt so oder so brauchen. Also, dass wir stehen, meine ich. Denn wir müssen gleich eine Person helfen, beziehungsweise retten. So, hier einmal rüber. So, außerdem haben wir vorne Suchscheinwerfer, also richtig helles Licht. Ich mache das mal komplett an. Das ist wirklich extrem hell. Das hilft uns ja auch gerade jetzt bei diesem Hochwassereinsatz. Ja, und was soll ich sagen? Also man sieht das natürlich nicht jeden Tag, ne? Dass mal so ein großes Rettungsboot hier durch die Stadt fährt. Die Leute laufen hier. Ich glaube, die gucken erstmal ganz, ganz komisch. Ist merkwürdig, denke ich mal, für die. Ne? Auf einmal fährt da so ein Boot neben denen lang. Aber was willst du machen? Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und Gott sei Dank haben wir endlich sowas. So ein großes Boot, das wir hier einsetzen können. Hupe haben wir auch noch, das ist schön. Warnblinker haben wir nicht.
Na, wir fahren erstmal hier in. Ach komm, wir fahren geradeaus. Dann fahren wir in die Stadt. Ich muss jetzt mal. Ach, hier ist es ja schon. Ah ja, hier vorne. Ich dachte, das ist da hinten. Alles klar, da ist die Person auch schon. So, dann wartet mal kurz. Ja, die Hilfe ist unterwegs. Wie holen Sie da raus? Ach Gott. Ihre Wohnung ist auch betroffen, ja? Die ist voll Wasser. Ach du Scheiße. Ja, das ist. Gucken Sie mal. Die ganze Straße ist voll Wasser. Das ist nicht bloß bei Ihnen. Genau. Oh, der ist nicht gerade fröhlich drauf gerade. Ich verstehe es auch. Also wäre ich ehrlich gesagt in dieser Situation, ich wüsste nicht, was ich machen würde. Ich denke mal erstmal verzweifeln. Oh Gott, das kann nicht wahr sein. Jetzt ist das Wasser in meiner Bude. Krieg das mal erstmal so schnell raus, ne? Das schaffst du gar nicht ohne Hilfe. Das kannst du vergessen. Mit Eimer brauchst du gar nicht probieren. Fängst du eine Ecke an, hast du in der anderen Ecke wieder das ganze Wasser drin. Das bringt nichts. So, Hilfe ist unterwegs von der Berufsfeuerwehr Waldstätten. Die Kollegen sind am Einsatzort und ich weiß ja nicht, also ich glaube, wir können höchstens die Unimogs rausholen. Ansonsten bringt hier wirklich gar nichts mehr. Also guckt euch das doch mal an. Ich stehe hier schon fast knietief im Wasser. Also hier geht's ja Gott sei Dank noch. Aber desto weiter man in die Stadt reingeht, beziehungsweise auf die Straße schon geht, dann ist man da schon fast komplett weg. So, da muss man echt aufpassen. So. Dann gucken wir mal, wie wir jetzt am besten ranfahren. Hier ist eine Laterne im Weg. Ich glaube, wir fahren einfach mal so ein bisschen rückwärts und dann kann die Person hier einsteigen. Ich hoffe, das klappt jetzt auch und ich hoffe, der kommt auch rüber. Also eigentlich sieht das so gut aus. Der müsste da eigentlich jetzt richtig gut rüberkommen. Ja, dann kommen Sie mal aufs Boot rauf, ne? Machen Sie sachte, wir sind da. Wir kommen mal hier so ein bisschen hoch. Und dann können Sie sich hier auf das Boot draufsetzen. Genau. So. Dann werde ich den mal ganz kurz, wenn es funktioniert, mal abreißen. Ja, ich glaube, das geht gar nicht mehr, ne? Ich glaube, der muss da stehen bleiben. Das ist schade. Ich dachte, man kann ihn verkaufen. Ne? Kannst du klicken, was du wieder willst. Aber wir müssen uns so vorstellen, die Person wurde jetzt gerettet. Sitzt jetzt hier im Boot. Ich kann jetzt die Sitze mal umklappen. So. Und dann geht die wilde Fahrt erstmal weiter in Richtung Stadt von Waldstätten. Ich weiß nicht, ob das jetzt die letzte Person war, die jetzt natürlich Hilfe braucht. Bevor wir jetzt in die Richtung fahren, wir fahren erstmal hier lang. Wir müssen auf jeden Fall auch gucken, wie die Werkstatt aussieht. Also die ist natürlich auch betroffen, garantiert. Kann natürlich auch sein, dass sie abgesoffen ist. Denn hier, weiß ich noch, beim letzten Hochwasser hat sich das ganze Wasser hier verteilt. So, außerdem ist auch meine Bude betroffen. Ui, ui. Schon Wasser rein ins Boot, ey. Guckt euch das an, Leute. Ganze Wasser ist hier schon drin. Warte mal, ich mache ein bisschen. So. Was könnte man jetzt hier vergleichen mit einem See oder so? Ja, das ist meine Bude. Das gibt's nicht. Verdammte Axt. Wer hat denn die Tür aufgelassen? Das gibt's doch nicht. Aber Gott sei Dank, mein Schlafzimmer oben geht's gut. Meine Playsee, die ist auch abgesoffen, aber ich glaube, die ist sogar wasserdicht. Unter anderem auch die anderen Sachen, die da drin sind. Es hat niemand vorausgesehen. Also das müssen wir mal dazu sagen. Was natürlich das Einzige ist, was natürlich immer noch funktioniert, ist der Blitzer. Egal wie viel Wasser da kommt, egal welche Witterung, egal was von oben runterkommt, der Blitzer funktioniert immer. Der ist auf jeden Fall doppelt und dreifach wasserfest. Auch gegen Stürme ist der gesichert. Ja, aber mein Haus, naja, ich glaube, es hat's aber überlebt, so einigermaßen, ne? Ich mach mal die Tür zu. Na, vielleicht kommt da. Ach, ich weiß es nicht. Na, ich glaube, da kommt doch, ja, doch, doch, da kommt was rein. Guck mal, der LKW, wie weit der weg ist. Der ist eigentlich in der Regel auch nicht klein. Der ist auch richtig groß. Guck mal, wenn ich unter Wasser bin, jetzt, wie weit der eigentlich da drunter ist. Hier guckt der Bus mal so ein bisschen das Führerhaus raus. Das war's dann. Oh je, da kann man sich mal vorstellen ungefähr, wie viel Wasser jetzt hier gerade runtergekommen ist. Was sich hier alles verteilt hat. Huch. Was war das denn gerade?
Bisschen umgekippt gerade. Ich wollte gerade nochmal zur Werkstatt gucken. Das sieht eigentlich noch gut aus, relativ, ne? Guck mal, die ist noch gut in Schuss. Hier ist aber keine Person mehr drin. Die wurde ja letztens erstmal geräumt. Die Polizei überprüft das alles noch, ne? Wie wisst ihr noch, der Geldtransporter? Es wird gerade überprüft, ob da irgendwie andere Leute mit involviert sind oder waren. Und von daher ist die Werkstatt erstmal geschlossen. Ja, ist schade eigentlich. Da sind wir auch mit unseren Rettungsfahrzeugen. Aber was willst du machen? So, also hier ist auf jeden Fall so viel Wasser hingekommen, bis das alles weg ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann alles dauern. Aber wir sind gewappnet gegen sowas, gegen so eine Naturkatastrophe, ne? Das ist ja nicht unser erster großer Hochwassereinsatz. Da hatten wir schon ein paar mehr. Ja, wir haben einen neuen Einsatz gerade reinbekommen. Ein paar Personen stehen auf dem großen Hotel von Waldstätten. Ich sehe sie auch schon direkt. Guck mal da oben. Die winken noch schon. Das sind die Leute, die wir da oben retten sollen. Ich glaube, das Hotel ist auch komplett abgesoffen, ne? Da ist auch nichts mehr übrig. So, dann gucke ich mal. Hier kann ich sogar relativ gut noch laufen. Dann holen wir mal ganz, ganz fix hier das Telefon hinterher. So, ich muss nämlich erstmal gucken, um die Person da runter zu bekommen, dass wir unsere Drehleiter irgendwie aufstellen können. Weil das wird jetzt auch ein großes Problem, denke ich mal. Denn die DLK darf auf jeden Fall nicht irgendwie weit unter Wasser stehen. Da ist so viel Technik drin verbaut, nicht, dass da irgendwas mal kaputt geht und dann stehen wir da und wissen nicht, was wir weitermachen können oder sollen. Das ist leider unsere einzige DLK. Die andere ist ja, wie ihr wisst, in der Freiwilligen Feuerwehr von Waldstätten. So. Na, wir können es ja nur probieren. Also hier sieht alles noch gut aus, ne? Hier in der Berufsfeuerwehr, in der Wache. Hier ist auch Wasser reingekommen, aber wir können hier noch durchaus fahren. Aber abgefahren haben wir ja gerade mit dem TLF. Also eigentlich müssten wir gut durchkommen. Also die Reifen sind nicht mal zur Hälfte weg. Vielleicht ist das ja doch schon auf unserer Seite jetzt, das Wasser, ne? Dass wir jetzt wirklich die Person da retten können. Das wäre schon irgendwie gut. Wir probieren es mal, wie weit wir gucken, wie weit wir kommen. Oh, ich habe gerade den Boden zerstört. Wurde mir gleich angemalt hier. So. Ich komme da so nicht rum. Da muss ich doch mal ein bisschen, warte mal. Da müsste ich durchkommen, oder? Ne, geht nicht. Das lässt mich nicht durch. Ja, dann muss ich anscheinend doch mein Telef mal ganz kurz zur Seite fahren. Aber wirklich sachte, ne? Die Gerätefächer sind offen. Das darf keiner sehen hier. Es gibt Ärger, wenn da was rausfällt. Das finden wir doch nicht wieder. So. Dann stellen wir uns hier am besten mal hin. Ich will gar nicht so weit dahin. Da hinten ist auch noch die Tiefgarage vom Hotel. Kann sein, dass da auch ordentlich Wasser reingelaufen ist. Also, ich gehe mal davon aus. Können gleich mal gucken. So, wir gucken mal. Ja, das sieht gut aus. Wir haben eine gute Chance, jetzt hier die Drehleiter anzuleitern. So. Ein RTW kommt jetzt auch noch mit. Hier von der Rettungswache von Waldstätten. Der 1 RTW1 wird jetzt dorthin alarmiert. Oh, da könnte es schwierig werden. Also wir haben leider keinen großen Unimog als RTW. Ich muss auch erstmal langsam machen. Also nicht, dass wir absaufen hier. Oh. Also wenn ihr mich fragt, ich würde schon längst stehen bleiben. Der Kollege meint, ich soll fahren. Wir sind gleich komplett weg. Also zur Hälfte sieht noch gut aus. So, wir müssen uns aufpassen, dass das vorne nicht in die Ansaugleitung reinkommt. Beziehungsweise gegen den Kühlergrill. Weil wenn die einmal Wasser saugt, dann ist hier Schicht im Schacht, dann ist ein RTW weniger.
Da kannst du dann einen neuen beantragen. So, wir müssen noch eine weiter. Ups. Der Kollege bringt mich ganz durcheinander hier gerade. Bloß gut, ne? Habe ich jetzt das geschafft hier, ey. Ich dachte gerade, ey, nein, wir saufen bestimmt gleich ab. Da müssen wir uns noch was überlegen. Also das geht natürlich so nicht, ne? Also das, am liebsten wäre ich jetzt eigentlich auch stehen geblieben in der Rettungswache. Also das war jetzt ganz schön schwierig. So. Dann machen wir jetzt mal vorsichtig. Wir müssen ja die Horde Ladies da oben erstmal in den Korb kriegen. Ist natürlich jetzt gerade so ein, also so ein schöner Einsatz hier, ne? Also ist alles gerade schlimm und dramatisch in Waldstätten, aber sowas hier macht man doch gerne. So, hier guck mal. Erstmal den Korb ausrichten und dann können die Personen erstmal einsteigen. So. Dann können die da gleich rein. Und dann können wir nämlich die Person erstmal an den Rettungswagen übergeben. Ich weiß ja nicht, wie weit da eine Person verletzt ist. Kann ja alles sein, ne? Aber ich denke mal, die haben sich da oben gerettet aufs Hoteldach und sind nicht anders runtergekommen. So, jetzt müsste ich bloß noch hier oben irgendwie rauf. Das geht gerade nicht. Wie viel haben wir denn hier? Ah, drei hübsche Frauen haben wir hier. Okay. Ja, die werden erstmal gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Sicher ist sicher. Einmal rüberschauen, das schadet auf jeden Fall nicht. So. Ich mache am besten mal alles auf. Werden die mal ganz kurz hier durchgecheckt und dann haben wir den nächsten Einsatz hiermit erstmal abgeschlossen. Ja, und ansonsten das restliche Wasser. Also wir haben daraus gelernt, aus den letzten Hochwassereinsätzen. Wir können halt nur helfen, ne? Das Wasser, das sucht sich seinen Weg und irgendwann sickert das ein in den Erdboden und dann ist das fast weg. Aber das dauert natürlich seine gewisse Zeit. Wir können natürlich auch probieren, das abzupumpen, aber wisst ihr was? Die ganze Stadt ist betroffen von Waldstätten. Das ist halt, könnt ihr euch vorstellen, wie so eine Art Kuhle. Und wenn das Wasser von oben runterkommt, dann auch noch von dem Berg, einmal links herum hier, sage ich mal, von Waldstätten, dann läuft das alles in die Kuhle rein und dann hat man natürlich überall das Wasser und dann sammelt sich dann natürlich überall, ne? Dann natürlich auch hier in der Tiefgarage. Also ich gehe da jetzt gar nicht so weit rein. Ich glaube, da bräuchte ich jetzt nochmal meine Taucherausrüstung. Das kannst du vergessen. Aber ansonsten heißt es jetzt nur noch abwarten und Tee trinken. Mal sehen, was passiert. Apropos Tee. Habt da irgendwie einen Teebeutel? Den kannst du einfach in Wasser reinhalten und dann hast du deinen Tee. Also da musst du nicht mal irgendwie Wasser dir kaufen oder holen oder was auch immer. Hast du gleich alles vor Ort. Mehr brauchst du eigentlich hier gar nicht. Mal so ein kleiner Gag hier. Also das, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, dann ist das bestimmt richtig cool. Ja, Leute. Das soll es dann erstmal gewesen sein mit diesem neuen Hochwassereinsatz mit einem fetten großen Rettungsboot. Ich hoffe, dieser Einsatz hat euch gefallen. War mal ein bisschen was anderes. Mal so ein bisschen Abwechslung dazwischen, dann auch noch mit mehreren Einsätzen. Kommentiert gerne, wie euch das Video gefallen hat. Einsatzideen, Einsatzwünsche auch gerne in die Kommentare. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, Leute. Macht's gut, bleibt gesund. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.